Der Lukas war, glaube ich, im Hörsaal drin, als der Professor Habert da war, und er möchte seinen Erlebnissen hier schildern. Hallo alle zusammen. Wie sie ja Max schon gesagt hat, war ich mit einigen Leuten gestern im Hörsaal, um Herrn Habert zuzuhören. Anfangs war es schon ziemlich befremdlich, wie viele Polizeiautos auf dem Universitätsplatz standen. Also es hat sich schon angedeutet, dass ein hochrangiger Gast Heidelberg besuchen wird. Wir wollten schauen, wie viel lebendiger Geist in Habert noch wirklich steckt. Nun gut, der Einlass war tatsächlich gar nicht so einfach. Es hat sich ja weitläufig rumgesprochen, dass Habert nach Heidelberg kommt. Das war im Vorfeld in ganz Heidelberg bekannt. Leider wurden nur Studenten zugelassen. Das war für viele Leute, die eigentlich gerne zugehört hätten, ein Problem. Ich hatte Glück, weil ich mit meinem Studentenausweis der Uni Heidelberg in den Hörsaal konnte. Andere wurden sehr hart gemustert vom Ordnungspersonal. Teilweise wurden sogar Impfpässe verlangt, warum auch immer. Und wenn sie keine Impfpässe vorzeigen konnten, wurden sie des Gebäudes verwiesen. Ja, natürlich. Der Andrang auch unter den Studenten war sehr groß, weil auch im Vorfeld seitens der Fakultät für Jura viel Werbung für diese Veranstaltung gemacht wurde. Es waren mehr Studenten anwesend als Sitzplätze im Hörsaal, deswegen mussten auch einige Leute stehen. Fast alle waren Juristen. Ich war einer von ganz wenigen, die kein Jurastudent waren und die auch, nehme ich mal an, nicht geimpft waren. Das ist aber nicht aufgefallen. Ich hätte Herrn Habert gerne einige Fragen gestellt, aber der Vortrag ging eigentlich nur über das Thema Klima. Es gab im April 2021, also es liegt schon etwas länger zurück, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimabeschluss. Denn die Bundesregierung hat einen Klimabeschluss festgesetzt, in dem drin steht, dass bis 2030 gewisse Maßnahmen zugunsten des Klimaschutzes durchgeführt werden müssen. Einige Aktivisten aus dem aus dem Fridays for Future Spektrum, unter anderem auch Luisa Neubauer, haben gegen diesen Beschluss geklagt, weil er nicht weit genug ging, ihrer Meinung nach. Und Fridays for Future und die ganzen Aktivisten in deren Umfeld haben einen Teilerfolg vor dem Bundesverfassungsgericht errungen, das festgestellt hat, dass es wichtig sei, dass es Klimaschutzmaßnahmen gäbe. Allerdings seien diese Maßnahmen nicht langfristig genug, denn sie würden zum Jahr 2030 enden. Es müsse auch ab dem Jahr 2031 eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit hergestellt werden, um die Maßnahmen zugunsten des Klimaschutzes weiter durchführen zu können. Für uns, aus unserer Sicht, ist das natürlich ein Sieg auf der ganzen Linie für die Klimaaktivisten, die das Urteil natürlich auch gefeiert haben. Vor dem Hintergrund, dass Stefan Habert CDU-Bundestagsabgeordneter war und meines Wissens immer noch CDU-Parteimitglied ist, kann man das dahingehend werten, dass er sich von der Klimalobby hat beeinflussen lassen, wozu ich auch noch später etwas sagen werde. Ja, der Vortrag an sich von Stefan Habert war objektiv betrachtet relativ nüchtern bis langweilig, weil er eigentlich nur einen Text in Form eines Urteils vorgetragen hat, in dem er seine Argumente aufgelistet hat. Vortragen konnte er wirklich sehr gut. Das hat er auch eingeübt und da hat er einigermaßen seriös gewirkt. Einige Argumente von ihm waren logisch gesehen nicht zielführend und er hat auch angedeutet, dass er sich von der Klimalobby hat beeinflussen lassen. Unter anderem ist zur Rede gekommen, dass es Hinterzimmergespräche gab, von denen er allerdings nicht berichten dürfe.
auch einige Vergleiche fand ich sehr unpassend. Letzten Endes stützt er sich nur auf eine Seite der Wissenschaft in seinem Urteil und lässt die andere Seite der Wissenschaft in der Klimaforschung nicht zu Wort kommen. Das muss man ganz klar kritisieren an der Stelle. Es ist in diesem Urteil meiner Meinung nach sehr unwissenschaftlich gearbeitet worden und Stefan Habert hat meiner Auffassung zufolge auch sehr beratungsresistent gewirkt. Er wirkte von der einen Seite der Wissenschaft sehr überzeugt, was eigentlich nicht der Anspruch eines sogenannten Professors sein kann. Im Anschluss gab es noch eine Fragerunde, die drehte sich eigentlich auch nur um das Thema Urteil von April 2021. Ich selbst konnte keine Frage dazu stellen, weil ich wäre sonst aufgefallen als Nicht-Jurist, denn da waren ziemlich viele Juristen unter den, eigentlich nur Juristen unter den Fragestellern, die auch entsprechendes Juristendeutsch gepflegt haben und mit meinem normalen Deutsch wäre ich wahrscheinlich nicht durchgekommen. Auch nicht inhaltlich, also die Fragen waren teilweise sogar ganz interessant, weil es auch darum ging, dass, also wie abhängig ein Bundesverfassungsrichter von der Politik agieren kann, wenn er schon vorher in der Politik gearbeitet hat. Stefan Habert hat im Gegensatz zu seinem Vortrag, den er eigentlich nur abgelesen hat, sehr unsouverän reagiert. Da hat man schon gemerkt, dass er, wenn eine Frage kam, erstmal einige Sekunden lang gesagt hat und sich zunächst mal für die Frage bedankt hat. Er wirkte also bei der Fragestellung sehr, sehr unsicher. Viele Fragen hat er meiner Meinung nach auch sehr unsouverän und beantwortet und sich teilweise auch verhaspelt. Manchmal hat er sie auch sehr, sehr kurz und ein bisschen rabulistisch beantwortet. Anhand der Tatsache habe ich eigentlich erkennen können, was für ein Mensch Stefan Habert eigentlich ist. Das, was man ihm vorgibt, das kann er wunderbar umsetzen. Aber wenn es darum geht, eine Eigenleistung zu erbringen, die wissenschaftlich ist, dann wird er doch sehr unsicher. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass ein Mann wie Stefan Habert für eine seriöse Wissenschaft nicht geeignet ist. Ich empfand Stefan Habert auch ein Stück weit als arrogant, aufgeblasen. Und ich denke, dass solche Personen auch ziemlich gut in die etablierte Politik passen. Und er steckt auch, wenn man die Äußerung betrachtet, dass er möglicherweise Hinterzimmergespräche geführt hat bezüglich dieses Urteils, dann denke ich auch, dass er gut in diesem Bereich aufgehoben ist, weil leider nur solche Personen nach oben gespült werden. Justiz und Politik sind ziemlich stark miteinander verwoben und deswegen denke ich, ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, dass die gesetzgebende Gewalt und die juristische Gewalt im Lande komplett entflochten werden. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir festhalten müssen und daran müssen wir weiterarbeiten. Meine Zeit ist hier zu Ende. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie im Gegensatz zu Stefan Habert aufrecht. Vielen Dank. Danke, Lukas.